Ja, hallo. Ich begrüße euch herzlich zur heutigen Übung zur Robotik 1. Ich freue mich, dass so viele Leute auch heute da, trotz der fortgeschrittenen Zeit im Jahr. Und heute wollte ich mit euch eine Übung zum Thema Regelung, aber auch so zur Nutzung von der Robotik Toolbox, die wir das letzte Mal in der Vorlesung kurz auch gesehen haben, machen. So, das heißt, was erwartet uns? Eine kleine Einführung in die Robotics Toolbox und dann die Regelung. Und da werden wir hier anhand von der Toolbox sehen, wie wir die unterschiedlichen Sachen, die wir bis jetzt in der Vorlesung kennengelernt haben, sei es jetzt die Modellierung von einem Roboter, die Vorwärtskinematik, die Inversikinematik, die Erstellung von einem Dynamikmodell bis hin zur Erstellung einer Regelung, wie man das mit Hilfe von der MATLAB Robotics Toolbox machen kann. Die Aufgaben, die wir hier machen, die sind ziemlich einfach. Die haben wir zum großen Teil an der einen oder anderen Stelle gesehen, wie man die H-Parameter bestimmt, wie man Modelle von den Robotern erstellt, aber auch wie man eine kaskadierte Regelung für ein DOF-Roboter-Gelenk machen kann. Wie bereits in der letzten Übung gesehen, wir haben gesehen, dass diese Robotik-Toolbox alle Funktionen, die wir uns vorstellen können, implementieren. Rotationsmatrizen, also 3x3 Rotationsmatrizen, Translationen, homogene Transformationsmatrizen aus SE3 bzw. 3x3 Rotationsmatrizen aus SO3, die Umwandlung von Rotationsmatrizen oder die Extraktion von Euler-Winkeln aus Rotationsmatrizen, Quaternionen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein mächtiges Tool, das wird auch begleitend zu dem Buch von Peter Korb verwendet in vielen Vorlesungen zur Grundlagen der Robotik, und ich empfehle euch sehr, diese Toolbox anzuschauen und damit ein bisschen zu arbeiten, um zu verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Und das will ich Schritt für Schritt heute mit euch machen. Das heißt, wir wollen den Puma, das ist ein Industrieroboterarm mit 6 Gelenken, wollen wir den in dieser Robotik-Toolbox modellieren und ein bisschen damit rumspielen. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, Installation haben wir, also von dieser Robotik-Tool, natürlich braucht man MATLAB zunächst mal, was für jeden Studenten am KIT verfügbar ist. Und dann muss man die Robotik-Toolbox von der Webseite hier downloaden und installieren. Und es gibt hier eine ausführliche Dokumentation zu dieser Toolbox, die ihr auch anschauen wollt, damit ihr versteht, welche Funktionen existieren, was kann das Ganze und wie kann ich das für diese Vorlesung verwenden, aber für meine Zukunft, für das zukünftige Studium. Also wenn man sich mit einem robotischen Thema im Rahmen der Bachelorarbeit bzw. Masterarbeit beschäftigt, dann ist das natürlich eine sehr große Hilfe. Und da werde ich hier ganz kurz einsteigen und zwar euch zeigen, was man alles hier damit machen kann. Deshalb würde ich hier jetzt zum anderen Rechner wechseln und werde euch zunächst mal hier eine solche Aufgabe, dann kann ich das hier mal stoppen, und zwar wir starten ja MATLAB, das machen wir auch vom Scratch, lass mich das mal alles hier beenden bei mir. Ich mache mal jetzt ein Sharing hier. So.
Genau, und da haben wir hier für euch ein Beispiel. Das ist ein Puma-Beispiel, also ein Roboter mit 6 Freiheitsgraden. MATLAB installieren und dann MATLAB starten. Und wenn das soweit ist, man merkt, dass der Rechner nicht mehr der schnellste ist, aber es ist nicht so die Hauptsache. Irgendwann mal ist es soweit, ja. Und ich hoffe, dass die meisten von euch hier sich mit MATLAB auskennen. Also das ist so hier die Notation mit Kommentare, wie man da Zeilen kommentiert, zum Beispiel im MATLAB-Code, clear, close all, dass man alle Fenster schließt. Und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt hier eine wichtige Dokumentation. Das heißt, wir gehen jetzt hier gemeinsam hin zu dieser Dokumentation und machen wir sie auf, damit wir verstehen, was dort steht. Das heißt, man sieht hier in dieser Dokumentation, wir haben 3D-Transformationen, wir haben Winkel zu Vektor, ja, wir haben Euler-Winkel zu Rotationsmatrizen, also zu SO3, wir haben Euler-Winkel zu Transformation, das heißt Euler-Winkel zu SE3 und so weiter und so fort. Homogene Matrizen, Trajektoriengenerierung, was ja ganz wichtig ist für das Thema der letzten Vorlesung, wie man mit Quaternionen arbeitet und wie man Modelle von einem seriellen Manipulator erstellen kann. Und das sieht man hier. Das heißt, wir haben hier Modelle, also etwas zur Visualisierung, dann Kinematik, Dynamik, aber auch weitere Beispiele, die sich mit der mobilen Robotik beschäftigen oder mit der Grafik und Demonstrationen und viel mehr. So, aber wenn wir das alles gemacht haben, dann gehen wir und laden wir ein Modell von einem Roboter, und zwar das ist das Modell vom Puma 560. Und dann kann man auf eine einfache Art und Weise sagen, P560. Ja, klar, müssen wir zunächst mal dieses Run hier machen. Das heißt, wir haben jetzt alles ausgeführt, sehen wir das Beispiel hier. Man hätte das Schritt für Schritt machen. Aber wenn man das Ganze hier ausführt, dann sieht man hier, dass man das Modell hier von dem Puma 560 sieht. Man sieht, das Modell hat an einer Stelle angefangen und dann ist er zu einer anderen Stelle gesprungen und anschließend hat sich der Roboter irgendwie bewegt. Ja, das können wir nochmal wiederholen, damit wir sehen, was wir alles implementiert haben. Da wird irgendwas im Hintergrund. Das ist die erste Position, die zweite und dann, wie man sieht, hier fährt der Endeffektor entlang einer vorgegebenen Trajektorie, wo alle Geschwindigkeiten für die unterschiedlichen Gelenke und so weiter und so fort, also die Bandsteuerungstechniken, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, hier zum Einsatz kommen. Aber wir wollen schauen, was dahinter steckt. Das heißt, man hat die Modellparameter geladen. Und diese Modellparameter sind zum Beispiel alle GH-Parameter von diesem Roboterarm, vielleicht dynamische Eigenschaften von dem Manipulator, die Massenträgheit, Reibungskoeffizienten und so weiter und so fort. Also halt alles, was in diesem dynamischen, was in diesem Modell vom Roboter zu Verfügung steht. Das ist ein Roboter mit 6 Gelenken und Q0 ist eine Konfiguration, die ist die Home Configuration, also wo alle Gelenkwinkel 0 sind, die bezeichnen wir mit Q0. Und wenn wir jetzt hier ein Breakpoint setzen und das Ganze hier starten, beziehungsweise ich muss bis hierher noch weiter gehen, dann werden wir sehen, dass das hier unser Q0, also das ist die Konfiguration Q0, wo alle Gelenke vom Roboterarm 0 sind. Und da sieht man hier 2 Gelenke an der Stelle, dann 2 Gelenke hier im Ellenbogen sozusagen und 2 Gelenke im Handgelenk. Ja? Also insgesamt 6 und das ist hier das Koordinatensystem
vom Endeffektor. Und was man hier auf dem Boden sieht, ist immer die Projektion, die aktuelle Projektion von dem Roboterarm von oben. Also wenn man von oben drauf guckt, das Ganze projiziert auf die XY-Ebene, dann sieht man einfach diese graue Linie. So, nun, das ist die Nullposition. Man sieht hier das Visualisieren von dem Roboter in einer gegebenen Konfiguration kann man mit der Teach-Funktion hier realisieren, also Q560.TeachQ0, dann visualisieren wir das. Man kann natürlich jetzt die Vorwärtskinematik berechnen. Die Vorwärtskinematik, das ist eine implementierte Funktion hier, wo wir einfach Q0 einsetzen und dann kriegen wir natürlich eine T1 und diese T1 ist nichts anderes als eine homogene Matrix. Ja? Und diese homogene Matrix beschreibt für uns die Position und Orientierung vom Endeffektor bei der Konfiguration 0. Ja? Also wenn alle Gelenke 0 sind und das sieht hier, da ist das Endeffektor-Koordinatensystem ausgerichtet mit dem Basiskoordinatensystem. Deshalb hier die Einheitsmatrix für diese 3x3-Matrix und dann der Ortsvektor vom Basiskoordinatensystem zum Tool Center Point. So, Kinematik visualisieren, das haben wir schon gemacht, die Vorwärtskinematik, dann vielleicht wollen wir die inverse Kinematik lösen. Und wenn wir die inverse Kinematik lösen, dann momentan stehen wir an 0, 0, 0. Das heißt, wir kennen die Gelenkwinkel. Jetzt geben wir irgendeine Zielpose und diese Zielpose ist gegeben durch eine homogene Transformationsmatrix T2. Und diese T2 hat eine Translation von 0,7, 0,3 und 0. Also Translation vom Basiskoordinatensystem zum Tool Center Point und dann eine Rotation um die Y-Achse um 90 Grad. Ja, also man sieht hier, diese Translation und Rotation können wir mit Hilfe von diesen Termen beschreiben. Dann Q2 ist die Gelenkwinkelkonfiguration, mit der wir diese Position erreichen. Also eine Translation von so viel und eine Rotation um Y um 90 Grad, rufen wir die Funktion inverse Kinematik mit T2 als Argument und dann bekommen wir Q2 und dann können wir den Roboter an der Position Q2 plotten. Ja, das wollen wir mal schauen hier, wenn wir jetzt nochmal alles hier laufen lassen. Das ist die erste Position und die zweite Position, haben wir, glaube ich, gesehen. Ja, und da sieht man hier, dass diese zweite Position ist natürlich gedreht. Also man kann hier das Ganze drehen. Der Arm steht nicht nach oben. Das kann man auch merken anhand von der Projektion von dem Arm hier am Boden. Und also es ist eine eindeutig andere Konfiguration des Roboters als die initiale Konfiguration. Nun wollen wir jetzt natürlich, wir haben die inverse Kinematik gelöst, das heißt, wir wissen die Zielkonfiguration der Gelenke, also wir wissen für jedes Gelenk, diese 6 Gelenke, wo sie sein sollen. Ja, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich kann es mal probieren, Q2, und da sieht man hier Q2, das sind die neue Gelenkwinkel, also die Gelenkwinkelkonfiguration, mit der wir die zweite Position erreichen. Und da sind hier die 6 Gelenkwinkel geplottet. Das sind jetzt nicht 0, 0, 0, sondern 0,6 minus 0,5, alles natürlich in Radian. Ja? So, und jetzt wollen wir zwischen dieser Q0 und Q1. Q1 war bis jetzt, beziehungsweise Entschuldigung, das war Q0. Ist unsere erste Position, war 0. Und man sieht eigentlich, wir müssen ja zwischen diesen, zwei Konfigurationen irgendwie interpolieren. Also je nachdem jetzt, was man hier realisiert, ob das eine synchrone PTP-Steuerung, asynchrone PTP-Steuerung, hat man die unterschiedlichen Verhalten, die wir das letzte Mal kennengelernt haben.
Aber man definiert hier diese Trajektorie, das ist der Parameter, das ist die Zeit, und zwar von 0 bis 2 Sekunden. Also wir wollen die Trajektorie in 2 Sekunden abfahren und dann in Abschnitten interpolieren, in Abschnitten von 0,05. Ja? Und da gibt es hier die entsprechende Funktion, die sowas realisiert. Und wenn man hier das macht, dann wird man diese Verläufe der zwei Gelenke, also wir haben ja zwei Gelenke, wir haben ja zwei Konfigurationen, Q0 und Q2. Und wenn wir jetzt hier weitermachen, dann werden wir Folgendes bekommen. Ja, das sind wir hier und dann, wenn wir, das muss ich hier zur Seite schieben, das stört nämlich, nee, hier stört es auch. Vielleicht da. Wenn wir hier weitermachen, dann sehen wir, wie der Roboterarm dann sich bewegt von der Konfiguration Q0 in die Konfiguration Q2. So, was ich damit vermitteln will, und ohne dass wir jetzt das Ganze so ewig hier diskutieren, ich sehe jetzt, es gibt 14 Meldungen im Chat, da muss ich gucken. Also vielleicht sollt ihr aufhören mit diesen Fragen. Es gibt ein, ich habe das Übungsblatt noch nicht hochgeladen vor der Vorlesung, weil der Fabian im Urlaub ist, habe ich total vergessen. Aber das mache ich nachher. Das dritte Übungsblatt ist sogar ein Ilias, ja. Und da gibt es ja keine Übung. Das ist die Aufgabe 3 auf dem dritten Übungsblatt. Ah ja, nee, das ist die Aufgabe 3 auf dem dritten Übungsblatt, was schon im Ilias ist. Und wir machen genau, was auf diesem Übungsblatt eigentlich steht. Ja? So, die Aufgabe 3 ist diese Einführung in die Robotik-Toolbox. So, wofür steht das nach dem Array bei Tier 1? Da musst du ja ein bisschen MATLAB mal gucken, ein bisschen der Syntax mal besprechen, anschauen. Werden die Skripte im Nachhinein, alle diese Skripte, die ich hier demonstriere, werden wir natürlich im Ilias zur Verfügung stellen. Also diese MATLAB-Skripte, das sind ja die Lösungen der Aufgaben, die wir zum großen Teil bis jetzt nur auf Folien gemacht haben in MATLAB Code. Jetzt gucke ich mal, was die Frage hier, wofür steht das? Ich mache mehr bei T1, das kann ich leider nicht so richtig folgen, aber das können wir nach der Vorlesung, da geht es um die Syntax in MATLAB, können wir nach der Vorlesung besprechen. Aber ich mache hier weiter. Das heißt, das ist die Variable, wie wir die Zeit, hier kann man ganz schön eigentlich Breakpoints setzen, ja, und man kann sie auch löschen, wie man hier sieht wahrscheinlich. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Variable und T1 für die Zeit von 0 bis 2 und dann mit dieser M-Trajektorie generieren wir die Zwischenpunkte für alle Gelenke des Roboters von der Konfiguration Q0 bis Q2 innerhalb von diesem Zeitintervall. Und wenn man diese Trajektorie hier plottet, also Q, ja, sieht man hier, das ist Q, wir haben bei 0,0 angefangen, das war unsere Startkonfiguration, und dann interpolieren wir die Zeit oder Zeitstempel ist hier nicht gegeben, aber das ist die nächste Konfiguration, das ist die nächste Konfiguration und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir die Konfiguration hier, die nichts anderes als Q2, also die wir durch die inverse Kinematik für die Position 2 vom Endeffektor bekommen haben. So, also man sieht hier, auf diese Art und Weise kann man sehr einfach solche Aufgaben lösen. Das ist auch kein Hexenwerk, also diese Toolbox mal anzugucken. Es gibt auch viele, die gerne
Zusatzmoduli und Funktionalitäten von der Robotic Toolbox hier machen, zum Beispiel Modelle von anderen Robotern. Also wenn wir jetzt hier nochmal hier drauf gehen und gehen wir auf Models, da sehen wir hier zum Beispiel von dem Baxter Roboter gibt es ein Modell von Fanuc, CNL, von IRB, von dem Jaco Roboter Arm, von dem KUKA KR5, von dem Puma natürlich von 160, von dem Stanford Arm und so weiter und so fort, oder irgendwelche planaren, einfachen planaren Manipulatoren oder Arme, die man tatsächlich für Education-Zwecke verwendet, also für Vorlesungsmaterial. Und auch ein so Zwei-Link-Roboterarm, das wir auch heute sehen werden. Das heißt, ein Roboterarm, das aus zwei Gelenken besteht, translatorisch und dann rotatorisch. Dann gibt es natürlich die Kinematik und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Lösung der inversen kinematischen Probleme, sei es die numerische Lösung oder die symbolische Lösung für manche dieser Roboter. Falls jemand hier Interesse hat, zum Beispiel ein Modell von einem anderen bekannten Roboterarm zu erstellen und in dieser Toolbox zur Verfügung zu stellen, dann bin ich sehr offen für das. Auch der Autor von dem Buch und von dieser Robotik-Toolbox, Professor Kork, würde sich über solche soliden Beiträge, also korrekten Beiträge, freuen. Genau, also das ist eine kurze Einführung. Jetzt machen wir mal ein komplexeres Beispiel, beziehungsweise lassen wir mal das Ganze nochmal hier laufen, aber ohne diese Breakpoints, die ich hier definiert habe. Und man sieht hier, nochmal das Ganze visualisiert, die erste Konfiguration und dann der Roboter von der ersten zur zweiten Konfiguration fährt. Man kann hier in dieser Visualisierung auch die XYZ und Roll-Pichio Winkel hier ablesen. Und hier hat man die Gelenkwinkel, also so Schieberegler für die unterschiedlichen Gelenke. Das heißt, wenn ich hier jetzt Q1 bewege, dann sieht man hier Q1 vom Minimalwert bis zum maximalen Wert, ja, also diese Drehung um die Z-Achse. Dann Q2 ist die Drehung hoch und runter in der Schulter. Ja. Dann Q3 ist die, drehen wir mal das Ganze hier ein bisschen, damit man Q3 jetzt besser sehen kann. Q3 ist dieses Gelenk hier. Das heißt, wenn wir an Q3 was verändern, dann wird praktisch der Ellenbogen hoch bzw. runter gefahren. Und Q4 ist mehr oder weniger die Unterarmdrehung. Also das heißt, diese Achse hier, und der dreht sich natürlich hier der Endeffektor. Und dann die letzten zwei Gelenke hier sind die Achsen im Handgelenk. Einmal diese Drehung und einmal diese Drehung. So, jetzt verstehe ich aus dem Chat die eine Frage, also diese Strich oder Apostroph da oben, das ist in MATLAB ein Operator für die transponierte Funktion bzw. für die komplex transponierte Funktion. Danke für die Antwort. Ja, hier, also die Antwort geht jetzt an die Person, die die Frage vorher gestellt hat. Ich habe die Frage leider nicht verstanden, weil dieses Apostroph war irgendwie im Text und da war kein Operator oder ähnliches. Und deshalb habe ich nicht verstanden, was du damit meintest. Aber jetzt, glaube ich, ist alles klar. Genau, jetzt gucken wir mal uns ein anderes Beispiel. Und zwar in diesem anderen Beispiel wollen wir Folgendes. Wir wollen uns mit der Dynamik beschäftigen. Ja, also das ist auch hier aus der letzten Übung haben wir so einen Roboterarm.
kennengelernt mit einer translatorischen Achse und einer rotatorischen Achse, also nur zwei Gelenke. Das ist nochmal hier die Aufgabe 1 auf dem dritten Übungsblatt, so ein sogenannter SCARA-Roboterarm. Und dieser SCARA-Roboterarm, wie ich bereits erwähnt habe, wie ich vorher erwähnt habe, hat zwei Gelenke, was ist passiert? Das wollen wir, genau. Einmal ein translatorisches Gelenk, Theta 1, und dann ein Rotationsgelenk, Theta 2. Und wir hatten in der letzten Übung das Dynamikmodell mit der kinetischen Energie und der potenziellen Energie und Lagrange und Newton-Euler und die DH-Parameter. Ja? Und das wollen wir mal jetzt ein bisschen hier angucken. Das heißt, wir gucken nochmal die Aufgabe hier. Und zwar haben wir Folgendes. Also ihr dürft ruhig Fragen stellen. Ziel dieser Übung ist, dass ihr wirklich praktische Hands-on auf diese Themen bekommt. Ja? Also Puma 560 haben wir gerade kennengelernt und jetzt in der Aufgabe 2 in MATLAB wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ein Roboterarm, das wir nicht mehr sehen können, weil wir diesen Arm in- und auswendig kennen. Das heißt, wir haben zwei Gelenke und wie bereits gesagt, in der Übung 2 haben wir die dynamischen Modelle und so weiter und so fort bestimmt. Das ist einmal ein translatorisches Gelenk, wie man hier sieht. Ja. Das heißt, bei solchen translatorischen Gelenken ist die D als DH-Parameter ist die Variable vom Gelenk, also wie weit ist das rausgefahren oder reingefahren. Und das zweite Gelenk ist Theta, also ein Rotationsgelenk, wie wir das, was wir kennen. Also ein Translationsgelenk nennt man auch Schubgelenk und ein Drehgelenk. Und wir haben zwei Segmente und wir wollen das Ganze modellieren und wir wollen praktisch ein Modell von diesem Roboterarm in der Robotik-Toolbox erstellen und so ein bisschen mit dem Modell spielen, also testen das Modell. So, und bestimme die DH-Parameter von dem Arm. Ich glaube, das ist eine Trivialität nach so viel Stoff, wie wir wissen. Wir haben ja vier Parameter, die wir durch eine systematische Festlegung der Koordinatensysteme in den jeweiligen Achsen erhalten. Und mit diesen vier Parametern können wir die Lage von einem Gelenk relativ zum anderen beschreiben. Das ist nochmal hier dargestellt. Ich weiß nicht, warum das Bild hier und nicht unser Bild. Wir haben einmal natürlich bei Rotationsgelenke die Variable Theta I als die Gelenkvariable. Und die gibt uns an, wie diese XI-1-Achse gedreht relativ zu XI. Das ist ein Theta I, wie man sieht. Also, und dann haben wir einen Abstand zwischen dem Ursprung des Koordinatensystems von Gelenk I-1 und dem Koordinatensystem von Gelenk I-2. Und zwar der Abstand entlang der ZI-1-Achse, das ist unser DI. Dann der Abstand zwischen diesen zwei Ursprüngen der Koordinatensysteme entlang der XI-1-Achse, das ist AI. Und dann wie die zwei Z-Achsen zueinander verdreht sind um die XI-Achse, das ist unser Alpha I. Ja? Das heißt, zusammengefasst haben wir vier Parameter und diese vier Parametern, das kann man ja in der Kapitel 3 nochmal nachlesen. Also Theta 1, Theta I, DI, AI und Alpha I.
Und wir wissen, damit wir praktisch die Beschreibung von einem Punkt an hier, zum Beispiel vom Massenschwerpunkt vom zweiten Segment relativ zu dem hier, müssen wir praktisch zwei Transformationsmatrizen bilden. Und jede Transformationsmatrix ist bestimmt durch diese vier Parameter, das heißt eine Rotation um ZI minus 1 um den Winkel Theta I, eine Translation um ZI minus 1 um DI, dann eine Translation entlang der XI-Achse und zwar um AI und anschließend eine Rotation um die XI-Achse um den Winkel Phi. Und vielleicht ganz kurz zur Wiederholung, das ist unser Roboterarm, ein Translationsgelenk und dann ein Rotationsgelenk. Wir legen die Achsen in bestimmter Bewegung, das heißt, das ist Z0, das ist Z1. Natürlich haben wir ein Basiskoordinatensystem, der kann beliebig sein, der muss nicht übereinstimmen mit dem Z0-Koordinatensystem. Und hier haben wir, wie man sieht, X-Basiskoordinatensystem, Y-Basiskoordinatensystem. Also, ja, also das sieht man hier, Das ist Z vom Basiskoordinatensystem, das ist X vom Basiskoordinatensystem und Y vom Basiskoordinatensystem. Ein rechtshändiges Koordinatensystem. Und das sind unsere Achsen, also einmal Z0 und einmal Z1. Ja, und die definieren natürlich die Richtung der Bewegung. Bei Z1 ist eine translatorische Bewegung von dem Schubgelenk. Und bei Z1 ist eine rotatorische Bewegung in diese Richtung. Ja? Wenn wir das hier alles haben, dann können wir natürlich jetzt unsere Koordinatensysteme vervollständigen, beziehungsweise die restlichen Parameter, die H-Parameter bestimmen. Und natürlich muss man hier beachten, dass zum Beispiel dieses Offset vom Basiskoordinatensystem, also von diesem Punkt hier zum Ursprung vom ersten Koordinatensystem des Armes, ist nicht Teil der DH-Parameter. Man kann natürlich diese Transformation auch im Sinne der DH oder mit Hilfe von der DH-Konvention bestimmen, wenn es notwendig ist. Aber das ist kein Teil der DH-Notation, sondern wir fangen hier an, indem wir sagen, okay, unser Koordinatensystem X0, Y0, Z0, wie können wir diese zwei Koordinatensysteme X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1 ineinander überführen. Da sieht man hier, da müssen wir um die Z0-Achse zunächst mal, also um diese Achse hier, drehen, und zwar um 90 Grad. Wenn wir um 90 Grad um die Z0-Achse drehen, ja, dann bekommen wir sowas. Das heißt, wir drehen um 90 Grad, das heißt in die Richtung, das heißt X0 zeigt hier rüber und Y0 zeigt nach oben. Ich bezeichne das jetzt hier mit Z0' und Y0'. Ja? Und dann müssen wir, damit wir wirklich Koordinatensystem 0 in 1 überführen, müssen wir um die X-Achse drehen, also hier um die X-Achse drehen, und zwar wiederum um 90 Grad, damit Y0 in Richtung Y1 zeigt und Z0' in Richtung Z1. Ja? Also das heißt eine Drehung von 90 Grad und dann um Z0 und dann eine Drehung um 90 Grad um X1. So, Parameter, das heißt, wir haben 90, A1 ist gleich 0. Wir haben ja die Z0-Achse geht durch den Ursprung hier. Das heißt, es gibt keinen Abstand zwischen dem Schnittpunkt von Z0 mit dem Ursprung vom ersten Koordinatensystem. Und D1 ist variabel, ja, dieser Abstand zwischen Ursprung vom Koordinatensystem 0 und Ursprung vom Koordinatensystem 1 ist variabel, weil wir haben ja ein translatorisches Gelenk und je nachdem, wie weit das reingefahren ist oder rausgefahren ist, sind wir an einer bestimmten Stelle.
Ja, und für das zweite Gelenk wissen wir, das Arrotationsgelenk, das heißt, Delta 2 ist die Variable und Alpha, I, Alpha 2, A, 1, A2 und A2 gleich 1 und D, D 1 gleich 0. A2 gleich 1, weil wir, weiß jemand, warum A2 gleich 1 ist? Was war A2? Ja, danke, Herr Philipp. Das ist die Länge von dem zweiten Segment hier und das zweite Segment ist 1. Also diese Länge hier soll 1 sein. Also Elementlänge des zweiten Elements. Genau. Das heißt von hier nach da und wir nehmen an, dass das eine 1 ist. Ja. Leider ist es hier nicht, wenn man das Ganze projiziert hier und diese Maßstäbe hier im Diagramm mal abliest. Ich weiß, es ist schwierig, tut mir leid, aber daher kommt ja diese 1. Genau, und jetzt wollen wir alle diese Aufgaben, was wir wollen, hier in MATLAB live lösen. Okay, so, und wir wollen viel mehr eigentlich. Ja, also wir wollen nicht nur das machen, sondern wir wollen viel mehr, aber wir wechseln zunächst mal hier zu MATLAB und wir machen hier. Hier nochmal unser MATLAB. Ja, das ist falsch. Das wollten wir nicht, sondern wir wollen MATLAB hier. So, kann man sehen, oder? So. Wenn wir das hier mal angucken, dann sehen wir Modellierung des Roboterarms aus der letzten Übung, Erstellen des Roboters, hier nur Grafik und Visualisierung, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Wir haben ein prismatisches Gelenk und dieses prismatische Gelenk hat die Parameter, also die H-Parameter, die halbe, A ist 0 und Alpha ist die halbe. Das haben wir auf der Folie gerade gesehen. Also wenn ich jetzt hier nochmal die Folie zeige, dann sehen wir, also 90 und 90 Alpha und A ist 0 und D ist unsere unabhängige Variable, also 90, 90, 0. Dann gibt es natürlich weitere Parameter, die man bei der Definition von so einem Gelenk, zum Beispiel Masse, zum Beispiel Reibung, Inertial, Vektor oder ähnliches und so weiter und so fort. Das interessiert uns an der Stelle nicht. Aber man kann auf diese Art und Weise natürlich weitere Parameter hier definieren. Dann kommt das zweite Gelenk, das ist ein Drehgelenk. Mit D gleich 0, 1 und Alpha gleich 0, gucken wir die Parameter hier. Also, das ist D gleich 0, Alpha gleich 0 Grad und A ist gleich 1. Und natürlich die Variable, die unabhängige Variable ist Delta 2. Es gibt wieder Sachen im Chat hier. Ah ne, das ist das andere Chat. Okay, Entschuldigung, dann machen wir mal weiter. Also wir definieren das Ganze ähnlich. Und dann können wir diesen Roboter erstellen. Ja, das heißt, wir nennen das Two-Link-Roboter. Das ist vom Typ serielle Kinematik. Ja? Und das erste Gelenk ist unser Prismatic Joint und das zweite ist Revolute Joint. Und somit haben wir den Roboter erstellt. Wir können das benennen. Und wir können das Basiskoordinatensystem rotieren. Wenn wir die Bilder von vorher sehen, dann sehen wir, dass unser Basiskoordinatensystem
Hier kann man sehen, Basiskoordinatensystem x, y, z im Vergleich zu dem hier ist eigentlich nichts anderes als eine Rotation. Upsala. Entschuldigung. Kann man mein Komplettbildschirm sehen? Das wollte ich eigentlich und nicht nur ein Fenster. Lass mich das machen, dann brauche ich nicht mehr hin und her zu springen. Also Komplettbildschirm teilen. Oh. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen vorher. Ich habe hier auf diese Themen, also diese Theta, A und Alpha, und dann habe ich hier gewechselt auf diese Tabelle, die wir hergeleitet vorher, wo die Werte drinstehen, damit man sieht, wie die Sachen zusammenhängen. Also die Werte haben wir übernommen von dem, was wir berechnet haben vorher. Wir haben den Roboter erstellt. Basiskoordinatensystem rotiert, und zwar um Y, um die Y-Achse und Pi halbe. Und die Offsets und dann zum Beispiel die Gelenkwinkelgrenzen, dass wir sagen, diese zwei Gelenke, die sollen beide von 0 bis 0,5, also 0,5 Meter für Theta 1, für Q1 und, oder Q0, also für dieses translatorische Gelenk. Und und 0,5 Radian für das andere. Und natürlich Gravitation, wenn es um die Dynamik geht, und dann Anzeige von dem Roboter, von dem Arbeitsraum. Man kann den Arbeitsraum hier definieren, also von wo nach wo wollen wir das Ganze darstellen, also minus 2, 3, minus 1 und 1, minus 0,5 und 3, irgendwelche Plot-Aktionen. Und wenn man das Ganze jetzt hier ausführt, dann wird man jetzt eine ganze Menge von Zeug sehen. Das erste, was hier gezeigt wird, ist der Arm. Ja, also das Programm, ich habe vergessen jetzt hier die Breakpoints zu setzen. Aber das sieht man, das ist die Endkonfiguration oder die Endstellung von dem Arm. Der soll auch eine Trajektorie abfahren. Und diese Trajektorie, die wir gesehen haben, die geht ja von 0 bis 0,5. Ja? Und hier von 0 bis minus 1,5 ungefähr für Q2. Das sind dann die Verläufe für die zwei Gelenkwinkel. Und außerdem, wie vorher, sehen wir die aktuelle Position, also x, y, z, und dann die Orientierung mit Rollpicio. Und dann natürlich über die Vorwärtskinematik sehen wir mal, wenn ich hier von 0 bis 0,5 fahre, dann verschiebt sich oder dann bewegt sich natürlich das translatorische Gelenk und somit auch das Ende, also der Endeffektor, das größer zu machen. Und das ist unser Rotationsgelenk, also wenn wir hier ungefähr bei 0 sind, ja, wenn wir bei, ja, also je nachdem, was man hier angibt, ja, dreht sich dieses Gelenk, und wenn ich das hier verschiebe, dann verschiebt sich das Ganze, und natürlich XY hier, das ist die Position vom Endeffektor, die bewegt sich entsprechend. Also eigentlich nichts Weltbewegendes, aber man sollte es vielleicht einmal gesehen haben. Jetzt wollen wir ähnlich wie vorher eine Trajektorie abfahren. Also wir haben gesehen, dass der Arm sich bewegt. Wenn ich hier das Ganze nochmal laufen lasse, dann sehen wir hier, dass der Arm hier eine gewisse Trajektorie in dieser 2D-Ebene ausführt, ja. Und dann irgendeine Endstellung hier annimmt, das brauchen wir uns nicht zu interessieren, das sind die Verläufe der Gelenkwinkel, und natürlich muss man das hier entsprechend, das nervt mich langsam,
Ihr könnt PowerPoint nicht sehen, wenn ich zu PowerPoint wechsle. Also wenn ich jetzt hier zu PowerPoint wechsle, könnt ihr das nicht sehen, doch, oder? Tut mir leid, vorher war mein Fehler war vorher, dass ich nur das Fenster von MATLAB geteilt habe, aber nicht das komplette Screen. Aber jetzt habe ich mein komplettes Screen hier. Und das sollte gehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Definitionen stammen aus dieser Tabelle, die wir hier auf Folie 13 im PowerPoint hergeleitet haben. Die haben wir hier oben bei der Definition von diesem Roboterarm reingeschrieben. Also DA Alpha 010 und hier PHB 0 und PHB. Genau, aber jetzt wollen wir eine Trajektorie ausführen. Trajektorie im Gelenkwinkelraum, klar, mit Vorwärtskinematik. Man kann vieles machen eigentlich, da will ich jetzt nicht hier auf die Details eingehen. Q0, der Anfangswert für die inverse Kinematik, und Q0 sieht man hier. Natürlich nutzen wir ja diese inverse Kinematik, aber bei der inversen Kinematik haben wir ja nur zwei Gelenke von dieser allgemeinen inversen Kinematik von der Robot Toolbox. Deshalb hier diese Maske mit 1,1, das ist die nur verwendet werden. Und dann, das ist der Startpunkt und das ist der Endpunkt der Translation. Und dann die inverse Kinematik, da kriegen wir einmal die Gelenkwinkel. Also für Translationsgelenk, Rotationsgelenk, Weite 1, ja, und hier mit Hilfe der inversen Kinematik bekommen wir auch die Winkel für die zweite Konfiguration. Das ist unser Zeitvektor, also wie wir die Trajektorie interpolieren. Das wissen wir, wie man so eine Trajektorie in der MATLAB Toolbox mit NTR AJ. Dann plotten wir die Trajektorie und wir halten an und so weiter und so fort. Dann plotten wir die Gelenkwinkel und man kann hier, wie wir das letzte Mal auch gesehen haben, wir haben die Jacobi-Matrix für diesen Manipulator bestimmt, also J1, und wenn man hier ein bisschen höher geht, dann sieht man hier die Gelenke, die wir interpolieren. Wenn ich hier mal J1 mal mache, dann sehen wir unsere Jacobi-Matrix. Das ist natürlich nur ein Manipulator mit zwei Gelenken. Deshalb haben wir eine 6x2 Jacobi-Matrix. Und man sieht hier die Jacobi-Matrix hier bei 0,0. Also wenn beide Q0 und Q1 0 sind. Wenn wir so eine einfache lineare Bewegung in X-Richtung machen wollen, wir wissen ja, dass wir Theta-Punkt ist gleich J multipliziert mit Delta X, ja, also in X-Richtung, deshalb 0,5 und 0 und so weiter und so fort. Das sind hier eine ganze Menge von Beispielen, die wir eigentlich schon praktiziert haben. Und ich glaube, es macht nicht viel Sinn, dass ich jetzt hier durch den Code weiter Schritt für Schritt durchgehe. Ich will aber auf diesen Punkt eingehen, dass man hier für diesen Manipulator natürlich die Bewegungsgleichungen mithilfe von der rekursiven Newton-Euler-Verfahren auch berechnen kann. Das heißt, statt diese komplexe Vorgehensweise, die wir das letzte Mal in der Übung gesehen haben, wo wir mit Lagrange kinetische Energie, potenzielle Energie berechnet haben, Lagrange-Funktion aufgestellt und dann die Bewegungsgleichung, können wir natürlich diese rekursive Newton-Euler benutzen, wo man natürlich gewisse Sachen hier definieren muss, wie Gravitationsvektor, weil das ist natürlich wichtig. Und dann die Drehmomente bzw. die Kräfte, die auf den Gelenken die, auswirken, die transponierte der Jacobi-Matrix. Und wir wissen, dass diese Kräfte, die da auswirken, nichts anderes als die transponierte Jacobi-Matrix multipliziert
transponiert Jakobi Matrix multipliziert mit was? Mit der Kraft, was natürlich am Endeffektor auswirkt, also mit diesem F-End, also die Kraft F, die am Endeffektor auswirkt und die Kräfte, die dann in den Gelenken einwirken, ist F, beziehungsweise einmal Kraft und einmal Drehmoment, Kraft für das translatorische Gelenk und Drehmoment für das rotatorische Gelenk. Und wenn wir das hier J, die wir vorher berechnet haben, die Jacobi-Matrix, J1 war unsere Jacobi-Matrix von diesem Zweilink-Manipulator. Wenn wir das hier multiplizieren, wenn wir das, die Transponierte davon nehmen und mit den Kräften, die am Endeffektor auswirken, multiplizieren, dann bekommen wir die Kräfte bzw. die Momente in den Gelenken. Genau, also auf diese Art und Weise können wir das bis hierher vielleicht laufen. Ich habe leider keine Prints hier mal, aber wir können mal Fm hier mal schreiben. Da sehen wir, das sind die Kräfte, die praktisch am Endeffektor einwirken. Und wenn ich nur F hier angebe, dann sehen wir eine 3 und eine minus 5. Ja. Natürlich bei der Konfiguration, die wir jetzt hier irgendwo definiert haben, Konfiguration 0 und Pi halbe, denke ich zumindest. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man alle diese Terme hier ausgeben lassen auf eine einfache Art und Weise. Man kann sich natürlich vorstellen, dass bei so einer Robotersteuerung das Ganze hier auf eine natürlich sehr effiziente Art und Weise implementiert ist. Nicht unbedingt im MATLAB, aber auch gibt es Implementierungen, effiziente Implementierungen im MATLAB, aber nicht so effizient wie jetzt direkt in C oder in C++, wie das der Fall bei unseren Robotern, wo wir auch mit der SIMOX-Bibliothek alle diese Transformationen bzw. Visualisierungen, Bewegungsplanungsmethoden, Trajektorien, Interpolationen durchführen können. So, wenn wir jetzt hier weitergehen in diese Aufgabe, dann sehen wir, dass wir sogar auch etwas mit der Regelung hier von diesem Manipulator machen können. Und das ist, was wir als nächstes, was ich als nächstes hier mit euch durchgehen will, und zwar, wir haben ja das letzte Mal uns mit dem Thema Regelung beschäftigt und dort speziell mit der Regelung mit der Drehmomentregelung, ganz einfach ausgedrückt, ja. Ich hoffe, jetzt sieht man das hier, genau. Und wir haben so einen kaskadierten Regler entworfen, ja. Also wir wissen ja, wir haben irgendeinen Motor, wir haben die Ankerspannung als Stellgröße, die Regelgröße für die Stromregelung war unsere Ankerspannung. Und dann wissen wir bei dieser kaskadierten Regelung, die ich im letzten Kapitel, also im Kapitel Regelungstechnik erklärt habe, dass wir natürlich ein paar Stellgrößen auf der mechanischen Seite haben, wie zum Beispiel das Drehmoment, was vom Motor erzeugt wird. Und natürlich wollen wir die Drehzahl, das heißt die Winkelgeschwindigkeit, regeln. Und hier die Aufgaben: Zeichnen Sie das Blockdiagramm des Regelkreises, berechnen Sie die Laplace-Transformationen, alle Übertragungsglieder, alle Übertragungsfunktionen und dann das Ganze modellieren, also diesen Regelkreis modellieren in MATLAB Simulink. Ja, also MATLAB Simulink bietet uns bietet die Möglichkeit, solche Regelkreise zu simulieren. Und natürlich, wenn man genaue Modelle hat, die man durch entsprechende
durch entsprechende Übertragungsglieder in so ein MATLAB-Simulink-Modell übertragen kann, dann kann man die Reglerparameter sehr gut parametrisieren bzw. einstellen. Ganz einfach, wir haben ja, wir wollen einen kaskadierten Regler, das heißt, wir haben ja einen Motor und dieser Motor steuert natürlich irgendein Gelenk. Wir haben ja ein also Drehmoment, was vom Motor erzeugt wird und wir wissen, dass wir diese Geschwindigkeit hier regeln wollen, Drehzahl oder Winkelgeschwindigkeit, das heißt, wir haben irgendwelche Encoder, die den aktuellen Wert abgreifen und zu diesem Motorcontroller. Es ist jetzt hier nicht rein, also regelungstechnisch ist das Bild natürlich nicht so toll, weil da fehlt ein Soll, ist Vergleich und so weiter und so fort. Soll angedeutet werden durch diesen Motorcontroller, den wir hier haben. Das heißt, es ist Soll, ist Wertvergleich und ein Regelglied gemeinsam, basierend auf der auf dem Sollwert der Drehgeschwindigkeit, auf dem Istwert werden natürlich Regeldifferenzen hier generiert und der Regler wird diese Ankerspannung hoch bzw. runterdrehen, sodass wir, dass wir diesen Sollwert einregeln. Ja? Genau. Ganz genauer betrachtet haben wir gesehen in der Vorlesung, dass wir so eine Regelung, dass wir bei einem Manipulator so eine Regel, dass wir einen Manipulator als ein Mehrgrößensystem betrachten. Es ist nicht nur ein Q oder ein I oder ein Q-Punkt, sondern wir haben 6, 7 Gelenke bei dem Roboterarm. Das heißt, wir haben 7-mal Ankerstrom, 7-mal Position, Gelenkposition und 7-mal Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, ja, und diese Drehzahlregelung kennen wir, ja, das ist wiederum auch unser Beispiel aus dem Buch von Völlinger und wir wissen, dass wir hier die Ankerspannung, die wird natürlich hier basierend auf dieser Regeldifferenz hier über Verstärker und Stromrichter angepasst. Die Regeldifferenz ergibt sich aus der gemessenen aktuellen Geschwindigkeit, also Drehgeschwindigkeit vom Motor, und einen Sollwert, was man beispielsweise über eine Spannung und einen Potentiometer hier festlegen kann. Und diese Ankerspannung hat zur Folge, dass man Ankerstrom hat. Ankerstrom bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Ankerdrehmoment, was natürlich entgegen einem Lastdrehmoment wirkt, ML. Und ML, das ist unser Last hier, zum Beispiel das, was dieses Gelenk oder dieser Motor eigentlich bewegen soll. Das heißt, wir haben ja mehrere Teile. Wir haben jetzt einen Motor hier und wir wissen, wie wir diesen Motor hier beschreiben. Die Gleichungen, die habe ich auch in der Vorlesung erwähnt. Das heißt, wir machen zunächst mal eine Stromregelung. Also wenn wir das hier betrachten, wir gucken jetzt uns das hier an, und zwar der innere Regelkreis, eine Stromregelung. Und diese Stromregelung hat folgendes, ein Sollstrom soll hier vorgegeben werden. Natürlich, dieser Sollstrom wird in unserem Beispiel basierend auf der Sollspannung, Ankerspannung generiert. Wir müssen natürlich den aktuellen Strom messen und dann so eine Stromregelung hier machen, die für uns entsprechend die Ankerspannungen erzeugt, damit wir den Istwert von dem Strom regeln können oder erreichen können, der natürlich proportional zu einer Soll-Drehgeschwindigkeit vom Motor. Ja? So, das heißt, Vorgabe ist Strom-Motor, Istwert ist der gemessene Motorstrom und UA ist die Motorspannung. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich etwas Mechanisches. Ja? Das ist natürlich diese Last hier, also der Roboterarm. Wenn dieses Gelenk unser Ellenbogen ist, dann ist natürlich der Roboterarm alles, was drunter ist, also mein Unterarm und Hand und so weiter und so fort. Und wir wollen, dass unser Ellenbogengelenk sich mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit bewegt, ja, trotz
trotz unvollständiger Kenntnis von Störungen, die auf die Strecke einwirken. Also trotz Gewicht von den Objekten, die zum Beispiel der Roboter in seiner Hand trägt. Ja? So, und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, das haben wir. Das heißt, wir haben ja unsere Stromregelung, die wir vorher gesehen haben. Und natürlich müssen wir das Ganze überlagern von einer Geschwindigkeitsregelung, wo wir die Drehgeschwindigkeit von diesem Gelenk messen mit irgendeiner Messeinrichtung, einem Tachogenerator beispielsweise oder Encoder. Dann vergleichen mit der gewünschten Sollgeschwindigkeit, Regeldifferenz bilden, diese Regeldifferenz hier wiederum als Input für einen Dreh, für einen Geschwindigkeitsregler, der für uns Strom, Sollstrom, also diese Solldrehgeschwindigkeit würde dann hier eine Sollstromstärke generieren für den unterlagerten Stromregler. So, und wie macht man das? Wir sollen jetzt natürlich alle diese Blöcke hier, die nur so mit natürlicher Sprache zunächst mal beschrieben sind, also Geschwindigkeitsregelung, Stromregelung, Motor, Stelleinrichtung und so weiter, wir brauchen etwas Handfestes. Ja? Also das heißt, wir brauchen irgendein mathematisches Modell für diese Blöcke. Das sind die Übertragungsglieder bzw. die Übertragungsfunktionen zwischen beispielsweise UA und dieser Differenz hier, zwischen I soll und der Differenz hier, zwischen I ist und UA. Ja? Und ohne das kann man nichts machen. Also man muss tatsächlich diese Beziehungen verstehen. Und wir fangen an mit den, das heißt, wir müssen ja diese Übertragungsglieder bestimmen und diese Übertragungsglieder mit Hilfe von den Laplace-Transformationen ausgehend natürlich von Gesetzen der Physik, der Elektrotechnik und so weiter und so fort, die wir kennen. Wir wissen, dass die Ankerspannung hier gegeben ist, also die Spannung, die abfällt auf Widerstand und Induktivität von dem Motor, ist gegeben durch RA mal IA plus LA mal der Ableitung von dem Strom nach der Zeit. Wir wissen, dass das Drehmoment, ja, Ankerdrehmoment oder Antriebsdrehmoment hier nichts anderes als Trägheit multipliziert mit der Ableitung der Winkelgeschwindigkeit plus irgendeine eine Konstante mal Omega T. Woher kommen aber diese Gleichungen? Das müssen wir natürlich wissen, aber die kommen natürlich aus grundlegenden Beziehungen der Physik. Ja? Also zum Beispiel hier wissen wir, dass wir in diesem Kreis, in diesem Stromkreis, ja, wir haben hier eine Schleife und wir wissen, dass das zweite Kirchhoffsche Gesetz uns sagt, dass die Summe aller Spannungen hier null ist. Ja? Alle Spannungen, das heißt, wir haben die gegenelektromotorische Kraft hier, EM, wir haben die Spannung, die an LA abfällt, die Spannung, die an RA abfällt. So, und die Spannung, die an RA abfällt, ist RA mal IA. Die Spannung, die an diese Induktivität abfällt, ist die Induktivität LA multipliziert mit der Ableitung von dem Strom IA. So, das heißt, UR plus UL, also die Spannung, die an R abfällt, die Spannung, die an der Induktivität L abfällt, minus diese UA, die wir hier haben, ist gleich 0. Ja? So, das heißt, UA ist gleich das hier, können wir leicht umformen. Und wir sehen hier, wir haben eine Differentialgleichung, weil hier haben wir die Ableitung nach der Zeit von IA. Und wenn wir jetzt die Beziehung zwischen IA und UA, also praktisch die Übertragungsfunktion, berechnen wollen, dann gehen wir in den Laplace-Bereich. Also wir transformieren alles in den Laplace-Bereich. Also die Laplace-Transformierte von UA von T ist die Laplace-Transformierte von diesem gesamten Ausdruck. Und wir wissen, wir haben hier Linearitätssatz bei der Laplace-Transformation. Das heißt, wenn ich zwei Funktionen habe, die mit Alpha und Beta multipliziert sind und addiert,
Und ich will davon die Laplace-Transformierte bilden, dann ist es Alpha mal Laplace-Transformierte der ersten Funktion plus Beta mal Laplace-Transformierte der zweiten Funktion. So, und wenn wir das machen, dann ist es RA mal Laplace-Transformierte von dem plus LA mal Laplace-Transformierte von dem. Ah, wir haben hier die Laplace-Transformierte der Ableitung einer Funktion und wir wissen, wenn die Anfangsbedingungen 0 sind, dann dass diese Laplace-Transformierte nichts anderes als S multipliziert. Die Laplace-Transformierte der Ableitung einer Funktion ist anderes als S mal die Laplace-Transformierte der Funktion ist. Und zwar, wenn die Anfangsbedingungen, also IA von T gleich 0, 0 ist. So, auf die, das heißt, das ist Kirchhoff. Das sind die Kirchhoffschen Gesetze, die haben uns diese Übertragungsfunktion geliefert. Ja? Beziehungsweise die Beziehung hier zwischen UAS und IAS gibt. So, und das Gleiche natürlich hier für diesen mechanischen Teil. Ja, das ist die Mechanik. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie die zum Beispiel die Bewegungsgleichungen eines Roboters, diese ML, also die, das Drehmoment, das Lastdrehmoment, ist natürlich die Drehmomente, die aufgrund von Bewegung und von Trägheiten in diesem Roboterarm auftreten. Dieses Lastmoment, also MA ist Antriebsmoment, was der Motor generiert, aber Lastmoment ist das, was tatsächlich durch die kinematische Kette, also durch den Roboterarm entsteht und das können wir beschreiben durch diese Dynamikgleichung. Mit natürlich unseren Trägheitstensoren, M mit irgendeinem Vektor oder einem Faktor, was von der Geschwindigkeit abhängt und Coriolis, Zentrifugalkräfte und so weiter, das Dynamikmodell und ein Gravitation, ein Faktor, was von der Gravitationskraft abhängt und das sind immer die Taus, ja? Das ist unser dynamisches Modell. Ja, und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, in diesem Beispiel, wir haben ein Rotationsgelenk und das ist ein planares Beispiel, also der Arm liegt auf dem Tisch, das heißt G, also die Gravitationskraft zeigt nach unten. Ja, und das sind natürlich die, das sind die Massen, Massenmittelpunkte, das ist unsere Drehachse. Das heißt eigentlich, dieses ML ja, ist nichts anderes als J mal Theta 2 Punkt, ja, mal die Ableitung von dem hier, plus ein KV, das ist ein Drehzahl oder geschwindigkeitsabhängige Reibungskoeffiziente, Reibungskoeffizient, was ja durch die Drehung hier in diesem Gelenk, das ist nicht alles ideal, da gibt es natürlich Reibung und das wollen wir hier sehr vereinfacht darstellen mit Hilfe von dieser Reibungskoeffizient und hängt von der Drehgeschwindigkeit plus natürlich die Gravitationskraft und die Gravitationskraft, die zeigt ja nach unten, bleibt also konstant mit M, M2, also wenn M2 die Masse von diesem zweiten Armsegment ist multipliziert mit G und multipliziert mit L2 halb. So, das heißt, wenn wir das hier haben, dann können wir dazu schreiben, ML ist gleich das hier, MA minus ML muss 0 sein. Ja, und MA haben wir gerade hergeleitet. Dann plus G und die Schwerkraft, die wirkt orthogonal zur Bewegung, deshalb können wir hier G gleich 0 für unsere Betrachtungen, MA ist gleich J, dann mal Omega Punkt plus KV mal Omega. Und jetzt suchen wir hier diese Laplace-Transformierte, wiederum eine Differentialgleichung, weil hier leiten wir nach der Zeit ab und wenn wir nach das ganze Spiel hier durchspielen, dann bekommen wir so etwas, das heißt Antriebsmoment in Abhängigkeit von der Drehgeschwindigkeit, jetzt ist hier Omega groß, für die ist Omega klein, wir benutzen immer Buchstaben hier, das ist ein bisschen inkonsistent mit dem, was ich in der Vorlesung verwendet habe, aber dieses Groß-Omega von S ist die Laplace-Transformierte von Omega von T, dann bekommen wir unsere Gleichung. Und wenn wir
ein bisschen hingucken, dann haben wir gesehen, also das, was wir in der Vorlesung behandelt haben, diese Übertragungsglieder G von S ist nichts anderes als Ausgang durch Eingang, also aber im Laplace-Bereich, nicht im Zeitbereich, weil im Zeitbereich bedeutet das eigentlich die Faltung von, der Übertragungsfunktion im Zeitbereich. Das ist eigentlich hier falsch. Das soll ich mal an der Stelle hier korrigieren. Das ist ein klein g von t. Ja. Wenn es nicht ewig falsch hier bleibt auf der Folie, das heißt, wenn man die Beziehungen hier im Zeitbereich beschreiben will, dann ist das die Faltung. Aber wenn man alles in den Laplace-Bereich transformiert, dann ist das die normale Multiplikation. Das heißt, für unsere Übertragungsfunktionen haben wir diese Beziehung jetzt bekommen. IA durch UA bei D von S ist gleich nichts anderes als das hier. Und wenn man ein bisschen hier umformt, wie man sieht, kommt man auf das hier. Ja, also man setzt einfach ein, formt und dann bekommt man 1 durch, durch das hier. Und ähnlich kann man auf der anderen Seite beachten, dann bekommt man auch dieses Beispiel. So, und diese Übertragungsfunktion kann man tatsächlich jetzt so in einem MATLAB-Simulink-Modell hinschreiben. Und wir wissen ja aus der Laplace-Transformierte, man kann natürlich hier das anders schreiben, indem man schreibt 1 durch J durch S plus KV durch J, dann findet man leicht die korrespondierenden Laplace-Rücktransformierten, wenn man das im Zeitbereich wieder haben will. So, im vierten Teil der Aufgabe wollen wir diese Regelung tatsächlich in MATLAB realisieren. So eine Regelung jetzt vor einem Gelenk hier, Ellenbogengelenk von AMA 4, wo natürlich wir die unterschiedlichen Sensoren hier haben und die Stellgrößen und wir wollen die Parameter mal ein bisschen tun. Das heißt, eigentlich diese Regelung, die wir kennengelernt haben, wollen Geschwindigkeitsregelung machen, das ist ein Sollwert, Geschwindigkeit und dann die unterlagerte Regelung ist ein Stromregler. Und das sind die Übertragungsfunktionen, die wir allgemein natürlich abgeleitet haben oder hergeleitet haben. Und die sind für jeden Gleichstrommotor eigentlich, die sehen so aus. Nur die Parameter sind anders. Also RA und LA bzw. KV und J. Ja? Und wenn man die hat, dann kann man das natürlich kann man die einsetzen, also in so in diesem Block schalt will und dort die entsprechenden Werte und das Ganze in MATLAB Simulink durchführen. Und das wollen wir jetzt machen und ich will euch zeigen, wie das hier funktioniert. Wechseln wir hier zum anderen Rechner und dann machen wir ein Sharing von dem gesamten Bildschirm. Wo bin ich? Hier, genau. So, und zwar, man hat gesehen, wir brauchen natürlich eine ganze Menge von Modellen. Das dynamische Modell hat auch eine Rolle gespielt. Und jetzt gucken wir mal uns die Regelung. Kann man das sehen hier? Das heißt, wir haben charakteristische Eigenschaften von dem Motor. Wir wissen RM und LM und weitere Konstanten, die vielleicht vom Motor vorgegeben ist. Also RM, das war unser RA. Ja? Und LM ist die Induktivität. Ja? Und das ist die Übertragungsfunktion von dem Motor. Das ist 1 durch und dann gibt man LM und RM, weil wir haben gesehen, diese Übertragungsfunktion, die hängt ja nur
Diese Übertragungsfunktion hier, die hängt nur von zwei Variablen, RA und LA. Das heißt, die werden hier eingegeben. Und das ist ein Verzögerungsglied erster Ordnung, also ein, was man hier in MATLAB auf diese Art und Weise spezifizieren kann. Dann charakteristische Eigenschaften von dem Arm. Natürlich muss man alle Parameter, die wir kennen, also wie zum Beispiel die Inertialparameter, irgendwelche Reibungskoeffizienten, halt was zur Verfügung steht und was modelliert wurde durch das System. Dann für den Roboterarm, also für den mechanischen Teil, haben wir wiederum ein Verzögerungsglied erster Ordnung. Und zwar mit diesen Parametern hier. Diese Parameter, die spiegeln sich natürlich hier in J, also in diesem Trägheitsparameter, beziehungsweise in der Konstante Kv. Ja? Natürlich muss man die Sachen hier kennen, ansonsten kann man keine Modelle hier erstellen. Das ist praktisch eine Trajektorie, die wir erfahren wollen. Aber das will ich jetzt hier an der Stelle nicht angucken. Ich will euch nur das Simulink-Modell, also das kann man hier definieren und dann kann man hier Trajektorien abfahren und schauen, wie das System sich verhält. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise QDV angebe, dann sollte irgendwas hier passieren. Es passiert gar nichts, weil wir Simulink gerade starten. Das dauert leider ein bisschen hier auf diesem Laptop. Das ist unser Regelkreis. Man sieht hier Omega Soll. Ja, das ist die Soll-Drehgeschwindigkeit. Das ist unser Roboterarm. Das ist Omega Ist, also die Drehgeschwindigkeit. Das koppeln die hier zurück. Dann haben wir einen Soll-Ist-Wert-Vergleich hier. Dann haben wir den ersten Regler. Sieht man hier einen PE-Regler, habe ich hier ausgewählt. Wir gehen gleich auf die Details ein. Dann nochmal ein Soll-Ist-Vergleich für den unterlagerten Regelkreis, wo der Strom hier zurückgekoppelt wird und dann hier eine Regeldifferenz für einen zweiten Regler, ein Stromregler, der praktisch die Ankerspannung UA hier erzeugt. So, ich sehe Wortmeldungen im Chat. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass bei Problemen in der Physik zum Beispiel. Gut, Ubuntu, das können wir separat diskutieren. Carlo, das ist berechtigt, die induzierte Spannung. IMK, ja, okay, hat vielleicht gefehlt auf den Folien, aber in den Vorlesungsfolien ist sie dabei und die Herleitung korrekt. Ich habe vielleicht hier was vergessen in meinen Folien, ich prüfe es nachher. Aber das ist unser Regelkreis hier, wie man sieht, und das sind diese zwei Regler, also im Allgemeinen ist es ein PD-Regler, aber wo zum Beispiel hier jetzt der Gate-Anteil 0 ist, man kann hier eine ganze Menge von Parametern auswählen, wie man sieht hier, PD, PI und so weiter und so fort. Da muss ich euch ein bisschen genauer mal mit der Sache hier beschäftigen und natürlich Das kann man auf eine einfache Art und Weise, da gibt es ja diese Elemente, da kann man sie miteinander verbinden. Ich kann beispielsweise statt hier ein Sollwert, ja, das ist unser Sollwert, was wir hier berechnet haben, ja, für die Regelung. Das ist unser Sollwert, die Trajektorie für den Roboterarm. Und da sieht man hier, dass diese Trajektorie in der Zwischenzeit auch berechnet wurde unter Berücksichtigung der dynamischen Parameter. Das habe ich vorher
angegeben, da kam nichts, weil Simulink gestartet wurde. Ich brauche einen stärkeren Rechner, wie man hier sieht, dann kann ich alles auch von dem gleichen machen. Aber das ist unser Sollwert und dieser Sollwert wird hier von diesem Workspace, man sieht hier natürlich in diesem Workspace haben wir jetzt alles, das heißt der Sollwert wird hier verwendet als Input für die Regelung. Ja. QDV, wir können natürlich, wenn wir unser Regelkreis testen, so eine Step-Funktion, also eine Sprungfunktion hier nehmen, wo wir sagen, okay, zum Zeitpunkt 0 sollen wir auf 1 gehen, also diese Sprungfunktion, und dann können wir am Ausgang hier die Antwort von dem System auf diese Sprungfunktion angucken. Hier haben wir so ein Monitor, was uns die Verläufe von irgendwelchen Trajektorien visualisieren soll. Das sind alle Elemente, die natürlich Simulink hier zur Verfügung stellt. Aber bevor wir so weit gehen, lassen wir das Ganze hier mal laufen. Ja, das heißt, alle diese Sollwerte, die als QDV, ja, also die Omega-Soll hier vorher berechnet wurden, die werden hier durch das Ganze hier gejagt und wir sehen, wie das System sich hier verhält. Ja. Und da sehen wir hier, Omega Soll ist gelb und Omega ist blau. Und da sehen wir hier unten eigentlich, dass wir hier eine kleine Abweichung haben. Also natürlich stimmt das alles meistens überein, aber hier haben wir eine kleine Abweichung zwischen dem Soll und Ist-Wert. Und das kann man natürlich jetzt hier kompensieren, indem man hingeht und sagt, okay, lass mich mal gucken, was soll ich mal ändern. Ich gehe mal hier in diesen Regler. Dazu braucht man natürlich jetzt ein bisschen Erfahrung oder Expertise. Keine Ahnung, ich mache mal hier ein bisschen größeren I-Anteil und lasse das Ganze nochmal hier laufen und schauen wir, was passiert. I-Anteil soll natürlich verbleibende Regeldifferenzen kompensieren. Aber könnte dazu führen, dass wir, ich habe was vergessen, glaube ich. Ja. So. Da sehen wir, da hat es eigentlich hier nichts gebracht. Können wir hier mal ein bisschen mehr ihr Anteil tun. Also wie gesagt, die Regeln, wie man diese Parameter dann bestimmt, die sind nicht so einfach. Man braucht so ein bisschen Erfahrung. Es gibt natürlich auch Einstellregeln, die man beachten muss. Oder systematische Methoden, wie man wirklich diese Reglerparameter bestimmt, aber das geht bei weitem über den Inhalt von dieser Vorlesung. So, genau, da sieht man hier, dass das Verhalten ein bisschen anders aussieht, aber ich wollte eigentlich viel mehr zeigen. Ich kann zum Beispiel hier zeigen, dass wenn wir hier einen großen Fehlwert wählen, war vielleicht mein Fehler. Er hat es nicht aktualisiert. So, langsam.
So. Alles klar. Ja, genau. Also da sieht man hier eigentlich, dass durch diese Wahl von den Parametern, dass man einen perfekten Verlauf hier hat. Also man sieht ja, blau und gelb sind ja voneinander nicht zu unterscheiden, aber wie ich bereits erwähnt habe, diese Art der Justierung oder der Parameterauswahl benötigt ein bisschen mehr Wissen oder Expertise als das, was wir hier in der Vorlesung bis jetzt kennengelernt haben. Normalerweise bildet man das sogenannte die charakteristische Gleichung vom geschlossenen Regelkreis. Ja? Also wir haben ja in der Vorlesung gesehen, dass wir jeden Regelkreis so beschreiben können, dass wir einen Sollwert haben, dass wir einen Soll-Ist-Wert-Vergleich und dann ein F, was alles beschreibt. Und dann haben wir die Abhängigkeit zwischen der Regelgröße und der Sollgröße, also Y und W. Und wenn man die charakteristische Gleichung von diesem, also den Zusammenhang zwischen der Regelgröße und Führungsgröße bestimmt, dann kommt man normalerweise auf ein Polynom in S natürlich, ein Polynom von S, zweiten Grads, dritten Grads und ähnliches. Und dann muss man bei der Regler, beim Reglerauswahl oder bei der, eigentlich zunächst mal beim Entwurf der beim Entwurf einen Regler auswählen, sodass alle Polstellen von diesem geschlossenen Regelkreis irgendwie kompensiert werden. Ja? Aber wie gesagt, das geht viel weiter als das, was wir hier an Grundlagen der Regelungstechnik kennengelernt haben. So, damit will ich das beenden. Das ist natürlich hier ein tolles Werkzeug, also die MATLAB Simulink Toolbox, würde ich euch sehr empfehlen, falls jemand sich hier mit dem Thema beschäftigt, mal die Systeme, aber auch jetzt für diese Vorlesung. Ein bisschen diese Toolbox anzugucken, also Robotic Toolbox auf der einen Seite, aber die Simulink auf der anderen Seite, weil auf diese Art und Weise kann man wirklich komplexe Probleme simulieren und verstehen, was man wie ändern muss, damit man ein besseres Verhalten bekommt. Und das ist natürlich nicht limitiert jetzt auf die Drehzahlregelung von einem Gelenk in einem Roboterarm, sondern auch das Verhalten von einem mobilen Fahrzeug, beispielsweise wie er um die Kurven fährt, dass er nicht überschwingt und ähnliches, damit man ein perfektes Tracking von den Trajektorien realisieren kann. Genau, das ist heute die letzte Vorlesung des Jahres und deshalb wollte ich auch nicht überziehen. Ich merke die Zeit, ich habe bereits überzogen ein paar Minuten, aber ich habe tatsächlich fertig. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit für heute, aber auch freut mich tatsächlich sehr, dass so viele Leute von euch in die Vorlesung kommen, trotz der späten Stunde. Und ich möchte euch an dieser Stelle alles Gute für das neue Jahr, schöne Weihnachtszeit, frohe Weihnachten und vor allem, dass ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe für uns alle auf ein besseres, gesünderes 2021 als 2021. War kein tolles Jahr für uns alle. Und ich hoffe sehr, dass 2021 ein viel besseres Jahr wird. Für euch viel Erfolg, erholt euch ein bisschen. Ich werde die eine oder andere Vorlesung an diesen Feiertagen aufzeichnen und hochladen für euch. Also wundert euch nicht, guckt ab und zu mal, ob jetzt neues Material aus der Robotik 1 hier zur Verfügung steht. Und falls es euch langweilig wird, dann dürft ihr mich dann zuhören. Dann schönen Abend für heute und alles Gute und bis zum nächsten Jahr.